So, ich sage mal einen schönen guten Abend. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, das ist immer ein bisschen schwierig, weil ich das ja selber nicht mitkriege, ob ich zu hören bin, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass es klappt. Wenn nicht, wird schon irgendwann einer mal in die Kommentare schreiben, was los ist. Ich begrüße euch ganz herzlich zur Arthrose und den Möglichkeiten mit modernen Nahrungsergänzungsmitteln. Ich mache mich jetzt erst einmal wieder aus von der Kamera her, solange ich die Folien bearbeite und euch davon erzähle. Und nachher schalte ich mich natürlich wieder ein. Aber so ist es für mich einfacher, dann sehe ich mich nicht die ganze Zeit. Gut, Arthrose und die Möglichkeiten. Fangen wir mal hier an, was eigentlich jeder so ein bisschen zumindest weiß. Was ist überhaupt Arthrose? Arthrose ist die Entzündung oder der Abbau und darauf folgend häufig die Entzündung der Knorpel im Gelenk. Jedes Gelenk wird durch Knorpel auf den Knochenenden geschützt. Ihr müsst euch das vorstellen, wie wenn das Gleitflächen wären. Wenn man diese Gleitflächen nicht hat und man kennt das von Leuten, die Arthrose unter Arthrose leiden, dann kracht das Gelenk. Wir kennen das von den Knien her, ne? Wenn man die Treppen runterläuft, dann macht es und dann wissen wir zumindest, okay, da sind schon Knorpelschäden vorhanden. Die Knorpel, die werden durch Alter oder Krankheit brüchig und löchrig. Also das heißt natürlich auch, Arthrose ist einfach etwas, was vollkommen normal ist im Laufe des Lebens. Ältere Tiere, ältere Menschen, die haben alle mehr oder weniger ausgebildete Arthrose. Und je mehr diese Arthrose ist, je schlimmer, desto mehr quasi die Knochenenden direkt aufeinanderreiben, ohne den Schutz von diesen Knorpeln auf sich drauf, desto heftiger werden natürlich die Schmerzen und damit eben auch die Einschränkungen. Häufige Lokalisation von Arthrose. Grundsätzlich kann Arthrose überall auftreten. Wir können an kleinen Gelenken Arthrose haben. Kleine Gelenke sind zum Beispiel auch die Wirbelsäulengelenke. Kleine Gelenke sind natürlich auch die Finger. Aber meistens sind es eben doch die Gelenke, die einfach viel belastet sind, die viel tragen müssen. Die Knie, die Hüfte, die Ellbogen, die Schultern. Jetzt gerade, wenn man sich ein Tier vorstellt, ne, das läuft ja mehr oder weniger halt auch noch auf den Schultern. Aber auch bei den Menschen ist es Hüfte und Knie, was ja mit großem Abstand erstmal das Häufigste ist. Bei Menschen auch häufig noch das Sprunggelenk an den Füßen unten. Und ja, wie gesagt, bei Tieren Ellbogen und Schulter natürlich noch ganz häufig betroffen. Aber eben auch die Kleinen sind möglich, bei Hunden eben auch oder bei Tieren allgemein auch die Wirbelsäule. Bei Menschen ist es dann eher die Finger, Daumen, ne? Daumengrundgelenkarthrosen, die kennt man eigentlich. Und es ist natürlich was ganz, ganz Gemeines, weil den Daumen, den brauchen wir ja jeden Tag x-fach. Und wenn da eben die Arthrose drin sitzt und die Schmerzen dann sind, das ist schon eine sehr, sehr deutliche Einschränkung. Und so ist es beim Hund eben auch. Ganz klassisch für die Arthrosen sind ja auch diese Anlaufschmerzen. Das heißt, man steht wirklich auf und braucht erst einmal ein paar Schritte. Ja, muss erst mal ein paar Schritte ins Laufen kommen, sozusagen, bis es dann wieder besser geht. Die ersten Schritte sind die schmerzhaftesten. Und das erklärt natürlich auch das bei den Tieren, ja, die stehen mühsam, wirklich mühsam auf und die ersten Schritte, die sind einfach ganz schwer, das sieht man. Und dann, wenn sie eine Weile wieder gelaufen sind, dann geht es wieder besser, bis sie sich eben das nächste Mal hinlegen und nach 2, 3 Stunden wieder versuchen aufzustehen. Also das ist auch so ganz typisch für Arthrose. Wodurch wird Arthrose ausgelöst? Ihr seht es am Bild, ja, das ist ein älteres Modell von Hund. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, Arthrose ist einfach eine ganz normale Alterserscheinung. Alle Tiere und Menschen bekommen das früher oder später, aber nicht alle im gleichen Maß. Das hängt schon auch von einigen anderen Faktoren zusammen. Arthrose vorzeitig auslösen, das können vor allem ein paar Erkrankungen wie Borreliose. Rheuma gibt es ja bei Tieren auch, chronische Gelenksentzündung und diese Sachen wie Hüftgelenksdysplasie. Ja, wer von uns einen Hund hat, der kennt den Spaß.
Die Hunde, die sind immer als HD-frei gezeichnet. Also ich hatte einen Golden Retriever, ja, der war auch HD-frei. Der hat eine HD vom Feinsten gehabt und dann noch eine Borreliose obendrauf gekriegt. Da haben wir natürlich Riesenprobleme gehabt. Begünstigende Faktoren sind Übergewicht, Fehlernährung oder auch eine angeborene Fehlhaltungen. Gibt es ja auch immer wieder. Und Übergewicht ist natürlich deshalb dramatisch, nicht weil das Übergewicht jetzt Arthrose machen würde, aber weil ein Übergewicht natürlich den Körper mehr fordert, mehr Gewicht einfach auf Hüftgelenk, Schultergelenk, Ellbogen, Knie liegt und dadurch das Ganze noch schneller geht. Aber natürlich kann Arthrose auch eine Verletzungsfolge sein. Ein Tier, was sich einfach einmal ein Gelenk irgendwie ausgekugelt hat, was vielleicht angefahren wurde, ja, oder auch bei Menschen nach Verletzungen, nach OPs, kann es durchaus sein, dass die Arthrose wirklich schneller und auch heftiger abläuft. Was tut gut bei der Arthrose? Das ist übrigens mein Hundi auf dem Foto. Mein Hundi liebt Gott sei Dank das Wasser, weil sie ist ja auch meine Arthrose-Hündin. Und ihr tut natürlich Schwimmen unendlich gut, ja, weil beim Schwimmen ist natürlich der Auftrieb vom Wasser, mein Hund ist nun auch nicht der schlankste Labby, das war sie aber nie, das ist ein Riesenviech einfach und hat einen Brustkorb wie ein Rottweiler. Und von dem her ist Schwimmen natürlich ganz schick, weil Bewegung ist extrem wichtig bei Arthrose, das ist auch etwas, was man wissen muss. Die meisten Menschen und auch Tiere tendieren natürlich dazu, bei Arthrose sich zu schonen oder dann eben auch das Tier zu schonen. Das ist aber eigentlich nicht der richtige Weg, weil nur durch eine regelmäßige Bewegung, die auch länger ist als 10 Minuten, wird überhaupt diese Gelenkschmiere wiederhergestellt. Und diese Gelenkschmiere, die ernährt den Knorpel. Das ist also ganz, ganz wichtig, dass die wiederhergestellt wird. Und das kommt, wie gesagt, nur durch schöne, regelmäßige Spaziergänge. Und wenn das Tier nur 20, 30 Minuten laufen kann, dann läuft eben diese 20, 30 Minuten 2 oder 3 Mal am Tag. Ja, und natürlich Nahrungsergänzungsmittel, Laminein, unser Aminosäurepräparat, das hilft einfach dem Körper beim Wiederaufbau der Knorpelschicht. Knorpel kann sich nämlich regenerieren. Das ist zwar sehr schwierig, aber es ist nicht unmöglich, absolut nicht. Aber wie gesagt, die erste Hilfe bei Arthrose, die man selber machen kann, bewegt euch, wenn ihr unter Arthrose leidet, beziehungsweise bewegt euer Tier, was unter Arthrose leidet. Nicht zu sehr schonen. Laminein ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was die Stammzellen aktiviert im Körper, die vorhandenen. Eigentlich kam es, naja, nicht durch einen Zufall, aber ich muss anders anfangen. Ich habe Laminein kennengelernt durch meinen Beruf als Heilpraktikerin und dadurch, dass meine Tochter einen kreisrunden Haarausfall hatte. Und da das mir und den Patienten und meiner Tochter ganz wunderbar geholfen hat, habe ich irgendwann gedacht, naja, ich kann es doch einfach auch mal meinem Hund geben. Wie gesagt, Arthrose geplagt, sie war vor 3 Jahren vor ein Auto gelaufen. Ups, jetzt ist irgendjemand freigeschaltet. Schalt mal die alle stumm. So, jetzt müsste es besser gehen wieder. Mein Hund ist vor 3 Jahren vor ein Auto gelaufen, also es grenzt eh an ein Wunder, dass er das überlebt hat und hat da natürlich auch sehr starke Prellungen und auch so ein bisschen, ja, das ganze Fahrgestell sei ein bisschen verschoben, hat die Tierärztin damals gemeint. Nichts gebrochen, aber eben einfach sehr durchgestaucht und dadurch sind eben dann die Arthrosen bei ihr viel früher aufgetaucht. Sie ist jetzt 8,5 erst und konnte also wirklich vor einem Jahr nur noch ganz schwer laufen. Also 20 Minuten laufen, mühsam hinterher trotteln trifft es eher. Ihre geliebten Stöckchen konnte sie gar nicht mehr holen. Und spielen, da war also auch nicht dran zu denken. Und wir wollten eigentlich gern noch einen zweiten Hund haben, aber das war vollkommen unmöglich bei einem zweiten Hund. Ein junger Hund will natürlich länger laufen als 20 Minuten. Und dann habe ich ihr eben das Laminein gegeben, zusammen mit Omega.
und war völlig geflasht, was innerhalb von 1-2 Wochen mit meinem Hund passiert ist. Die ist nämlich wirklich wieder wie, ja, ich sage mal, sie ist mal fast wie neu, nicht ganz, aber fast. Sie kann wieder rennen, sie kann Stöckchen holen, sie hat ja einfach wieder ganz andere Lebensqualität. Und die Arthrose, die sie zweifellos hatte oder auch immer noch hat, ist einfach viel, viel weniger aggressiv. Ja. Und Laminein, das kann halt was ganz Besonderes. Das kann einfach die vorhandenen Stammzellen im Körper dazu anregen, neue und gesunde Zellen zu bilden. Und es bringt das Baumaterial für diese Zellen in Form von 22 Aminosäuren direkt mit. Das heißt, alles, was der Körper braucht, um gesunde Zellen zu bilden, hat er dabei. Und dieses FGF2, das ist das Signalprotein, das praktisch die Stammzellen anschubst und sagt, so, nun mach mal. Und wenn ihr euch das jetzt weiter vorstellt, dann ist natürlich Laminein nicht nur bei Arthrose eine wunderbare Geschichte, sondern im Grunde bei fast allen, oder nicht fast, bei allen chronischen Erkrankungen. Ob das Haarausfall ist, wie bei meiner Tochter, die hat einen kreisrunden Haarausfall gehabt, oder ob das Rheuma ist oder ob das MS ist, man kann es überall unterstützend geben. Es ist natürlich kein Medikament, vollkommen klar. Wir reden hier von einem Nahrungsergänzungsmittel, also einem Mittel, was die Nahrung ergänzt. Und von dem her gibt es natürlich keinerlei Versprechen, dass etwas funktioniert. Aber ausprobieren sollte man es wirklich. Also wir haben mittlerweile so viele tolle Erfahrungsberichte gesammelt und wir sind da ganz fleißig im Sammeln, weil vor uns hat eigentlich das noch keiner gemacht, dass jetzt wirklich mal Erfahrungsberichte irgendwo so zentral gesammelt wurden. Und es ist unheimlich spannend, wie es den Tieren schnell einfach besser geht in aller Regel. Moment, jetzt muss ich, genau. Hier ist dieses Signalprotein FGF2. Das ist ein Wachstumsfaktor, ein Fibroblast Growth Factor. Der unterstützt die Regeneration, gerade im Knorpelgewebe, gerade bei Muskeln. Also ist auch für Menschen natürlich ganz fantastisch, für Menschen mit Gelenkproblemen, mit Arthrose. Unterstützt die Selbstheilung, stimuliert eben die Stammzellen und normalisiert auch noch den Blutdruck. Also das ist alles wissenschaftlich natürlich belegt. Wer das möchte, dem können wir da auch natürlich wissenschaftliche Untersuchungen zuschicken, beziehungsweise die Links dahin. Wir schicken jetzt keine Untersuchungen hin und her, aber wir sagen einfach, wo wir das finden kann. Also dieser FGF2-Wachstumsfaktor, den gibt es auch sonst in keinem Nahrungsergänzungsmittel. Das macht eben Laminein wirklich so besonders. Schmerzen werden oft verbessert. Das ist eigentlich immer das, was die Tierhalter als erstes sagen. Dass die Tiere wieder leichter aufstehen, besser laufen. Also es war auch das, was ich als erstes gemerkt habe. Ja, mein Hund war einfach wieder wacher, fitter, rannte auf einmal nach dem Stöckchen, ohne hinterher zu humpeln. Also ganz toll. Und Tiere reagieren in aller Regel relativ schnell auf das Mittel. Also da passiert oft wirklich schon in Tagen was, aber spätestens nach 1-2 Wochen. Die Knorpelschicht, die kann sich zum Teil erneuern. Alterserscheinungen, die können ganz allgemein verbessert werden. Ihr wisst selber, ein älterer Hund oder ein alternder Hund, der hat alle möglichen Zipperlein. Und natürlich haben die auch viel Probleme einfach mit Gelenken. Da kann Laminein ganz toll wirken. Und optimal ist es in Verbindung mit Omega-3. Omega-3 ist Fischöl. Ja, also in aller Regel ist es Fischöl. Es gibt auch natürlich vegane Produkte. Wem das jetzt wichtig ist, für einen Hund, denke ich, ist es, oder für ein Tier, sollte das jetzt kein Thema sein, aber für einen Mensch vielleicht. Und Omega-3 ist das einzig bekannte natürliche Produkt, neben Kurkuma noch, das Entzündungen im Körper nachweislich reduziert. Ja, das sind also auch natürlich x verschiedene Untersuchungen, die es da gibt. Und es reduziert Entzündungen. Und das Problem bei Arthrose ist ja immer, dass Arthrose selber, die würde uns ja nicht wehtun. Bei Arthrose hört man uns halt die Treppe runterkommen. Ne? Aber wenn sich dann noch Entzündungen dazu gesellen, dann wird es natürlich ganz gemein. Weil in dem Moment gibt es halt wirklich fiese Schmerzen. Und daher ist es natürlich sehr sinnvoll, erstmal die Schmerzen zu reduzieren und dann an der Ursache was zu bewegen. Außerdem senkt Omega-3 Blutfettwerte und den Blutdruck.
ist also auch vorbeugend gegen altersbedingte Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also auch hiervon profitiert ein älter werdendes Tier, beinhaltet auch FGF2, allerdings nur ein bisschen im Vergleich zum Laminein, aktiviert also auch hier Stammzellen und beinhaltet K2, welches auch hier nochmal für kräftige Knochen und saubere Arterien sorgt. Also eine ganz, ganz tolle Kombination. Laminein und Omega ist also für Kinder, für Tiere und auch für Menschen mit irgendeiner Art von Gelenksproblemen wirklich, sind das die Mittel der Wahl. Lebensqualität auch bei Krankheit und Alter. Wir sagen ja nicht, dass irgendwie jede Krankheit davon weggeht. Ja, das natürlich nicht. Gelenke, die schon deformiert sind oder die ansonsten einfach schon durch jahrelange Arthrose Schäden genommen haben, die werden natürlich nicht innerhalb von ein paar Wochen wieder wie neu. Aber es verändert sich wirklich viel. Wir haben Gruppen in Facebook. Einmal heißt die Gesundheit für Mensch und Tier. Das ist die größte. Und dann haben wir eine, die heißt Laminein Erfahrungsberichte. Da findet ihr quasi nur Erfahrungsberichte. Die wird auch wirklich permanent aktualisiert. Also im Moment kommt, glaube ich, echt jeden Tag ein Erfahrungsbericht dazu. Von Menschen, von Tieren, ganz bunt durcheinander. Also es ist sehr interessant, da mal reinzuschauen. Und Laminein ist einfach auch deshalb toll für die Tiere, weil wenn ihr jetzt nicht gerade ein Labi habt, das hier ist wieder meiner auf dem Foto, die frisst natürlich die Kapseln. Ja, also das ist ja für ein Labrador überhaupt kein Problem. Die frisst die Omega-Kapseln und frisst die Laminein-Kapseln gerne. Aber wenn ihr jetzt ein Tier habt, wo das nicht so einfach funktioniert, dann kann man den Inhalt in die Hand schütten und ablecken lassen oder übers Futter geben. Die Omega-Kapseln kann man aufstechen. Katzen sind da total wild danach. Ja, ist ja Fischöl, klar, lieben natürlich die Katzen. Aber auch die allermeisten Tiere überhaupt lieben jede Art von Protein. Also Laminein in ein Tier zu kriegen, das ist eigentlich in allerseltensten Fällen ein Problem. Hier kommt noch die empfohlene Dosierung. Tiere bis 20 Kilo bekommen pro Tag eine Kapsel, wobei ich habe es unten drunter geschrieben, es kurzfristig natürlich auch sehr, sehr sinnvoll sein kann, etwas höher dosiert anzufangen. Wir haben ja auch mit den Dosierungen natürlich, mussten wir ja erst einmal Erfahrungen mitsammeln, ja, mussten wir im Grunde mitspielen mehr oder weniger, weil es gab einfach keine Erfahrungen zu Dosierungen. Und das hier ist jetzt das, mit was wir gut klarkommen. Aber wenn jetzt ein Tier oder auch ein Mensch ganz hoch akut Beschwerden hat, Schmerzen hat, Bewegungseinschränkungen hat, dann macht es auch sehr viel Sinn, die ersten 14 Tage höher zu dosieren. Aber das ist immer in individueller Absprache auch gerne mit uns. Also wir sind da auch wirklich gerne da für Fragen. Tiere bis 20 Kilo bekommen pro Tag eine Kapsel. Ich würde es immer verteilen auf zweimal. Ja, dann also morgens eine halbe übers Futter und abends eine halbe übers Futter. Tiere zwischen 20 und 40 Kilo bekommen pro Tag zwei Kapseln, morgens eine, abends eine, plus die Omega dazu. Also bitte immer eine Omega am Tag mindestens dazu. Je größer das Tier, dann natürlich auch eher mal zwei. Tiere über 40 Kilo bekommen pro Tag drei Kapseln, morgens zwei, abends eine. Und Pferde bekommen 4 bis 6 Kapseln pro Tag. Wir haben ganz, ganz fantastische Ergebnisse wirklich mit Pferden. Das war auch etwas, was wir uns am Anfang gar nicht vorstellen konnten. Und das kam dadurch, dass von meiner Kollegin, die Cousine, deren Freund hat Rennpferde. Und da war ein Pferd, das hatte einfach so einen Achillessehnen, Abriss zu, ich glaube, 70% war die Achillessehne ab, über ein MRT auch gesichert. Und ja, das bedeutet für ein Rennpferd natürlich im Grunde den Schlachter. Und die hat damals eben auch gerade von Laminein erfahren gehabt und hat gesagt, ach Mensch, komm, jetzt warte doch mal, wir versuchen es einfach mal. 3 Monate geben wir dem Pferd. Und das haben sie gemacht und nach 3 Monaten war das Pferd wie neu. Es war nichts mehr auf dem MRT zu sehen, die Achillessehne war wieder angewachsen, das Pferd läuft wieder rennen. Also seitdem sind wir wirklich auch mit Pferden immer wieder aktiv, wobei es, also ich bin jetzt eben, ich bin Hundehalter, ich hatte auch schon Katzen und
Hasen und Meerschweinchen und quasi alles nach unten, aber ich hatte einfach noch kein Pferd, von dem her bin ich da auch nicht der Profi. Also wenn da jemand Fragen hat, einfach an uns wenden und wir vermitteln euch dann weiter. Wie gesagt, kurzfristig kann es auch sehr sinnvoll sein, mal höher zu dosieren, dass einfach schnell ein Spiegel entsteht und es dadurch wirklich schneller zu der Reduzierung von Symptomen kommt. Wie kann ich Laminein kaufen? Bitte nicht bei eBay, das sage ich immer so als erstes dazu. Laminein ist im Moment sehr stark im Kommen. Dieses Mittel gibt es noch nicht so lang. Seit 2011 gibt es die Firma, die es herstellt. Und es kommt aus Amerika und Europa wird jetzt gerade so entdeckt. Und da kommen natürlich dann auch gleich die, die eigentlich niemand braucht, die nämlich da halt versuchen, wirklich zu betrügen und ein Geschäft draus zu machen. Und man kann zumindest auf eBay kann man das nicht unterscheiden, ja, weil die Fotos, die die da bringen, das sind natürlich Originalfotos, die Kapseln, die dann kommen, leider häufig nicht. Also wir haben wirklich einige Fälle, wo wir dann auch das haben analysieren lassen, was da drin war in den Kapseln, weil sie haben natürlich nichts geholfen, aber dafür Durchfall gemacht. Es war nur hochdosiertes Magnesium drin. Das ist es an der Stelle nicht schlimm, Gott sei Dank. Es gab halt wirklich Durchfall für Mensch und Tier, aber es hat natürlich auch keine Wirkung. Von dem her, bitte macht es nicht. Ihr könnt bei der Firma selber zum Einkaufspreis kaufen. Es gibt die Möglichkeit, sich dort als Vorzugskunde einzuschreiben. Es ist ein Direktvertrieb. Ja, das heißt also, wenn ihr von jemandem auf dieses Video aufmerksam gemacht worden seid, wendet euch bitte an die Person. Die hat euch bestimmt auch den Link, um euch da als Vorzugskunde einzuschreiben und die Einkaufspreise dann eben zu bekommen. Wenn ihr alleine dieses Video gefunden habt, sprecht uns an, sprecht mich an, sprecht Sandra Lorenz an, sprecht irgendjemand vom Tierexpertenteam an. Wir haben unsere Facebook-Gruppen Gesundheit für Mensch und Tier und Tiergesundheit mit Nahrungsergänzungsmittel und wie gesagt unsere Gruppe mit den Erfahrungsberichten, die ist relativ neu. Die gibt es erst seit 10 Tagen, deshalb steht es jetzt hier auch noch nicht drin. Aber die ist natürlich ganz, ganz spannend für Leute, die einfach mal wissen wollen, was kann ich denn damit überhaupt alles machen. Uns ist es wirklich ein Anliegen, Kunden und Partner zu unterstützen. Das heißt, wir sind wirklich da. Ja, also irgendeinen von uns erreicht man immer. Ich glaube, so kann man das wirklich sagen. Wenn ich nicht da bin, dann ist die Sandra da oder jemand vom Tierexpertenteam da. Wir schreiben zurück. Okay, mitten in der Nacht vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten ist es wirklich so, dass wir uns auch kümmern um die Leute. Also traut euch auch wirklich, um Rat zu fragen. Hier stehen nochmal die Kontaktdaten. Das obere ist meins. Mit Telefon, oh, die E-Mail, die E-Mail hat es erledigt. Meine E-Mail ist mail@naturheilpraxis-hoffmann.com. Aber schneller geht es wirklich über den Facebook Messenger, weil der ist auch bei mir auf dem Handy installiert. Also den kriege ich einfach eher mit. Und das andere sind die Daten von der Sandra Lorenz. Die züchtet seit 30 Jahren Hunde. Also die ist wirklich sehr, sehr erfahrene Züchterin. Telefonnummer, E-Mail, aber auch hier Facebook Messenger ist wahrscheinlich der schnellere Weg. So, das war jetzt erst einmal mein Monolog für heute. Jetzt mache ich mein Video wieder an und stopp die Freigabe. So, jetzt kann man mich zumindest sehen. Es wird von diesem eine Aufzeichnung geben, sage ich euch jetzt gleich. Wenn also jetzt irgendwie jemand dabei ist, der gleich denkt, oh, meine Freundin oder meine Schwiegermutter soll das auch unbedingt schauen, schreibt mich an, dann kriegt er natürlich die Aufzeichnung von diesem Webinar und könnt es dann einfach weitergeben. Wenn ihr mögt, bin ich jetzt gerne für Fragen da. Und ihr dürft euch ruhig trauen. Moment, ich gucke. Bei AIDA, ist ein Berner Sennenhund. Ich weiß nicht, darf ich es vorlesen, weil ansonsten ist es ein bisschen komisch, wenn ich die Frage einfach beantworte. Es geht um einen Kreuzbandanriss links, soll operiert werden. Mhm. Okay.
Genau. Also ja, ich lese einfach jetzt mal vor. Es ist schade, wenn es die anderen nicht mitkriegen, ne? Und sollte eben operiert werden. Ich gebe ihr Laminein zweimal täglich seit 2,5 Monaten. Aber eigentlich wegen der Spondylose und Bandscheibenvorfällen in LWS. Mein Gott, der Hund ist aber auch geplagt. Ich habe den Eindruck, dass das Knie sich erledigt hat. Das heißt, sie ist seit einigen Wochen stabil und lahmt gar nicht mehr. Aber der Rücken, jedes auch nur bisschen Rennen, Spielen fordert abends Schmerztabletten. Haben wir da noch Hoffnung? Ja, definitiv gibt es. Ja, kein Problem. Ich habe es ja vorgelesen. Das ist hier die Technik, die es ein bisschen schwieriger macht. Ja, natürlich gibt es da noch Hoffnung. Also einmal ist ja toll, dass sich das Knie erledigt hat. So habe ich es bei meiner Hündin auch erlebt, ja, dass da auch ein Kreuzbandanriss war. Wir sind auch um die OP rumgekommen. Der Rücken, Spondylose und Bandscheibenvorfälle, das ist natürlich schon auch ja, eine heftige Diagnose. Ich würde in jedem Fall Omega dazugeben. Ich schreibe gerade noch, dass er 8,5 Jahre alt ist. Ich kann es jetzt einmal aus meiner eigenen Erfahrung raus sagen. Ich habe selber Bandscheibenvorfälle, allerdings in der Halswirbelsäule. Ich bin vor 8 und vor 5 Jahren bin ich operiert worden, also hier am Hals. Ich habe zwei Prothesen im Hals. Und jetzt fürchte ich, dass so die nächste Bandscheibe da oben losgegangen ist. Und ich nehme jetzt im Moment gerade auch Laminein und Omega wirklich höher dosiert. Also ich nehme jetzt gerade 4 Laminein am Tag und mindestens 2 bis 3 Omega. Und ich merke das ganz deutlich, ob ich das genommen habe oder nicht, einfach an den Schmerzen. Also ich habe natürlich jetzt auch demnächst ein MRT, dass das abgeklärt wird, logisch. Aber ich muss ja irgendwo auch, naja, meinen Alltag machen mit kleinen Kindern, mit allem. Und es tut unheimlich gut. Also es hilft wirklich gegen die Schmerzen. Von dem her würde ich einfach sagen, bitte Omega dazugeben und das Laminein vielleicht ein bisschen erhöhen. Und dann einmal schauen, was der Rücken macht. Ich kann da nichts versprechen, aber ich weiß zum Beispiel, dass es eine Untersuchung gab, gerade mit Hunden und Bandscheibenvorfällen. Und da ging es eben gerade um diese Stammzellenaktivierung. Und die haben also wirklich herausgefunden, dass die Bandscheibenproblematiken rückläufig waren. Na, ist auch etwas, was mir im Moment gerade Mut macht, weil eine dritte Operation wollte ich jetzt eigentlich nicht mehr über mich ergehen lassen. Muss mal gucken, ob ich es so hinkriege, solange keine Lähmungen kommen. Denke ich, kann man es zumindest probieren. Ja, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, ich denke, da ist auf jeden Fall noch Hoffnung. Man sieht ja auch, dass der Körper was tut. Ja? Dadurch, dass das Knie ja wirklich stabiler ist, dass sie da nicht mehr lahmt. Es bewegt sich was, manchmal braucht es auch einfach länger. Es ist einfach so. Ja? Was versteht man unter K2 im Omega? Das ist Vitamin K2. Vitamin K2 ist einmal für die Knochen wichtig und es ist aber auch wichtig, dass die Arterien so ein bisschen wie geputzt werden. Wenn man das mal googelt oder sich mal durchliest, dann weiß man, dass zum Beispiel für Menschen, die einen Schlaganfall schon hatten, einen Herzinfarkt schon hatten, Bluthochdruck haben, dass das K2 ganz, ganz wichtig ist und vor allem in der Kombination mit Omega. K2 schafft es, die Ablagerungen in den Arterien wieder ein Stück weit aufzulösen. Ja, aber jetzt nicht in dem Sinn abzulösen, dass sie dann irgendwo einen Thrombus machen, sondern wirklich aufzulösen, in dem Sinne, dass dann die Arterien einfach nicht mehr weiter verstopfen. Also es ist auch ein ganz, ganz wichtiges Mittel, gerade für ältere Menschen oder auch für ältere Tiere natürlich. Ja, also es ist Vitamin K2. Ja, ihr dürft gerne euch auch melden. Ihr könnt euch selber freischalten. Ihr habt alle hier unten links in eurem Viereck habt ihr so ein kleines Mikro. Wenn ihr da drauf drückt, dann seid ihr automatisch freigeschaltet. Von dem her dürft ihr natürlich gerne hier auch eventuell eure eigenen Geschichten erzählen oder die Geschichten eurer Tiere. Aber ich verstehe auch, wenn Leute das nicht so gerne machen, hier so vor der Gruppe zu erzählen. Ich könnte euch noch 2 Stunden wahrscheinlich irgendwelche Erfahrungsberichte jetzt hier erzählen von Menschen und Tieren. Aber da verweise ich euch jetzt einfach
echt in diese Gruppe Erfahrungsberichte, Laminein Erfahrungsberichte bei Facebook eingeben, dann kommt das schon hin. Was kostet das Laminein? Eine kleine Dose Laminein kostet ungefähr 33 Euro, da sind 30 Kapseln drin. Eine große 120er Dose kostet, wenn man es günstig einkauft, ungefähr 115. Also die Kapsel circa 1 Euro. Wenn man jetzt die normale Dosierung für ein Tier nimmt, dann ist es eine Kapsel am Tag. Wenn ich jetzt natürlich einen sehr großen Hund habe, dann sind es zwei Kapseln am Tag. Also so 33 bis 66 Euro im Monat. Man muss es aber auch wirklich probieren. Oft macht es auch Sinn, die ersten 14 Tage ein bisschen höher zu dosieren und dann nur eine am Tag geben. Mein Hund, der ist wirklich, obwohl der, das ist ein großer, schwerer Hund, die wiegt 40 Kilo und ich habe aber damals ja einfach nur ausprobiert. Das heißt, ich habe ihr eine Kapsel Laminein und eine Kapsel Omega am Tag gegeben. Das hat jetzt bei ihr ausgereicht. Aber das muss man so ein bisschen probieren. Und wenn man das Gefühl hat, es wirkt nicht so richtig, dann muss man auch mal ein bisschen höher dosieren. Ja, ihr Lieben, noch Fragen da? Ihr dürft auch gerne schreiben, kein Problem. Wenn jetzt keine Fragen auftauchen, aber die Fragen dafür morgen früh beim Frühstück auftauchen, dann meldet euch. Meldet euch gerne über den Facebook Messenger bei mir. Schaut in unsere Gruppen rein, sofern ihr nicht schon drin seid. Wahrscheinlich seid ihr drin, habt ihr irgendwo auch die Werbung gesehen. Gerne dürft ihr auch, wie gesagt, die Aufzeichnung anfordern. Sodass wirklich dieses kleine Video, es ist auch relativ kurz, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Das ist jetzt so eine halbe Stunde, das kann man auch wirklich mal gut jemandem schicken und sagen, hier, guck mal, schau das einfach mal an, dauert nicht allzu lang. Ja, wenn man gleich so anderthalb Stunden Videos verschickt, sind die Leute schon so abgeschreckt, dass die das gar nicht mehr angucken möchten. Aber hier denke ich, das könnt ihr ganz gut machen. Traut euch, fragt mich nach dem Link, den kriegt ihr selbstverständlich. Und ansonsten, wenn jetzt keine Fragen mehr sind, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Sagt danke, dass ihr da gewesen seid. Hoffe, ihr könnt was mitnehmen zum Thema Arthrose bei Mensch und Tier. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!